Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu einer weiteren Folge meiner Total War Troy Was wissen wir über Videos. Wir reden heute über das Thema Divine Will oder auch die ganze Gottmechanik, die jetzt hier hinter, also Göttermechanik besser gesagt, nur Gott ist ja, sind ja mehrere Götter, die in Total War Troy drin stecken. Ich fasse mich immer wieder, versuche mich möglichst kurz zu fassen in diesem Video. Ich versuche euch alle möglichen Infos mitzugeben, die wir jetzt hier haben. Dieses Video nehme ich jetzt auf am 15.06. Also kann sein, dass sich was verändert hat, aber ich wollte euch weitestgehend mal informieren, wie diese Mechanik funktioniert, da ja doch relativ viele Informationen dazu schon verfügbar sind. Aber fangen wir mal an. Das System ist komplett neu und ist in diesem Maße noch nicht bekannt und wurde bisher in keinem anderen Total War Teil jemals eingeführt. Das neue System stellt sich dar in Form eines neuen Fensters, in der das gesamte Pantheon der aktuellen Fraktionen enthalten ist. Hier sind dann, also haben alle Nationen im Endeffekt ein ähnliches Pantheon, weil einfach damals alle an die ähnlichen, also gleichen Götter geglaubt haben. Also daher kommt das eigentlich. Und die Darstellung ist daher auch für alle Fraktionen exakt identisch. Jetzt die Frage, wie funktioniert diese Mechanik? Und im Wesentlichen funktioniert das so, dass man versucht, Gunst von Göttern zu bekommen, in Form von Prayer oder Hekatomben nennt man das. Also Hekatomben ist wirklich tatsächlich ein deutsches Wort für ich opfer mal 100 Bullen für einen Gott. Oder durch das Anbeten eines Gottes noch eventuell noch Boni zu bekommen. Also Hekatomben sorgen dafür, dass wir halt in der Gunst steigen und Anbetungen sorgen dafür, dass wir kurzzeitige Effekte bekommen von Göttern. So, genau. Die sind auch sofort da, die Anbetungen, die treten sofort mit rein. Nicht bekannt ist, ob auch Tempel noch eventuell Einfluss darauf haben, wie viel Gunst sie bei den Göttern haben. Naheliegend ist es auf jeden Fall, dass sowas möglich ist. So. Also, jetzt kommen wir zu den eigentlichen Spielchen hier. Und zwar versucht man nach Möglichkeit, die Götter immer in bestimmte Anbetungsebenen reinzupuschen, um dort in diesem Level halt möglichst viele Boni mitzunehmen. Dazu gibt es dann drei Level, die nennen sich Worshipped, also gewürdigt oder gefeiert. Ja, doch, gewürdigt und ernst genommen könnte man da doch in die Richtung gehen. Dann Celebrated, gefeiert und respektiert, respected. Diese drei Level gibt es und ab dort gibt es dann jeweils Boni. Erreicht werden sie, indem wir halt 50 Gunst haben oder 200 Gunst oder 350 Gunst. Wenn wir irgendwo dazwischen sind oder drüber sogar, dann verlieren wir jetzt in diesem Fall, wie wir jetzt hier in diesem Bildchen auch gerade sehen, minus 10 Gunst immer pro Runde im Endeffekt. Also es fällt auch alleine wieder runter und nicht jeder Gott ist immer gleich von Anfang bis Ende ganz vorne mit dabei. Dann müssen wir mal gucken, wie wir unsere Nationen auch im Endeffekt formen wollen durch die Götter. So, ob sie jetzt Effekte staffeln lassen, ist nicht genau bekannt. Also damit meine ich jetzt, ob die Effekte von Respected auch gelten, wenn ich Celebrated bin. Oder ob die von Celebrated und Respected gelten, wenn ich Worshipped bin. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich kann es mir vorstellen, aber es würde die Boni schon ziemlich stark machen für die Nation. Und dazu kommen wir auch jetzt in diesem Moment. Und zwar gehe ich mit euch mal die ganzen einzelnen Götter durch und möchte euch mal zeigen, was sind denn so deren Boni. Achtet hier nicht zu sehr auf die Zahlen, die wir haben, denn die können sich ändern. Wenn es Balancing-Probleme gibt, wird da was dran geschraubt und deswegen nimmt das nicht für voll. Man kann es auch mal so in die Richtung nehmen, in die wir ungefähr schauen werden in Zukunft. Also, fangen wir an mit dem ersten Gott, Hera. Hier haben wir im Level 1 dann erhöhten Geschossschaden mit 20% für Steinschleuder, was ein extrem starker Bonus ist. Nur mal so, um das Ganze in Relation zu stellen. Wenn ich einen Fernkampfbonus, also Geschossschadenbonus in Rom 2 aufs Maximum hochgelevelt habe, sei es beim Streiter oder in der Armee selber oder bei einem General, bin ich maximal auf 15% Geschossschaden plus gekommen, nur durch diese eine Fähigkeit. 20% sind schon hart. Das ist nicht wenig. Ist ein sehr mächtiger Effekt. Also da sieht man auch schon relativ früh daran, dass hier die Effekte der Götter doch ziemlich starken Einfluss haben sollen aufs Gameplay. Naja, und auch nochmal minus 7 Rekrutierungskosten für alle Einheiten in Provinzen mit mindestens 50% Einfluss. Darüber haben wir auch schon in der letzten Folge kurz gesprochen. Das scheint wohl eine Kulturmechanik zu sein, die man halt vergleichen kann wie mit Rom 2 ungefähr. Also man muss halt die Kultur fördern, um dann halt bestimmte Boni zu bekommen in dem Fall hier. Gut. So, kommen wir zum nächsten Level, heißt Flourishing Homeland hier in dem Fall. Wir werden, also haben minus eine Runde für den Bau aller Hauptgebäude in allen unseren Regionen, was geil ist. Was jetzt Hauptgebäude sind, kann ich hier euch noch nicht sagen. Das ist eine Provinzmechanik jetzt, die noch nicht weiter genau erläutert ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt die Provinzhauptstadt meinen. Dann wäre das schon trotzdem noch ein ziemlich heftiger Bonus, muss ich ehrlich gestehen. Also minus eine Runde ist schon nicht schlecht. Dann haben wir nochmal gesenkte Holzkosten für den Bau von Gebäuden von 10%.
Und wir haben ein Wachstum von 50 in Provinzen mit 50% Einfluss unserer eigenen, oh, mit eigenem Einfluss quasi. Ich weiß nicht, wie ich das ganz genau beschreiben soll. Ich bin mal gespannt, wie die deutsche Übersetzung hier wird. Naja, aber hier ist plus 50 Wachstum explizit gemeint. Also, wir werden auch wieder eine Wachstumsmechanik haben, wie in Rom 2 zum Beispiel, nehme ich an, die in die ähnliche Richtung geht. Vielleicht sogar eher an Three Kingdoms angelehnt. Wobei, da war das ja doch mit Einwohnerzahlen spezifisch. Ich glaube doch eher an Rome 2 oder Attila wird es eher in die Richtung gehen. So. Dann haben wir noch Level 3, Divine Protection, plus 10% Verstärkungsrate für alle Armeen. Das ist auch ein ziemlich heftiger Bonus. Nur mal so wieder als Vergleich für euch. Wenn man, ich glaube, die Getreidegruben voll ausbaut in Total War Rome 2, hat man 7% ungefähr. Also auch hier ein ziemlich starker Effekt wieder. Und das gilt auch in allen unseren Regionen. Not bad. Ansonsten haben wir noch die Rekrutierung von Korybanten wird freigeschaltet. Dazu habe ich in der letzten Folge ein bisschen was gesprochen. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Und dann haben wir plus 30% Moral für alle Einheiten im eigenen Territorium für unsere Armeen im Endeffekt. Das ist schon auch wieder ziemlich heftig. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Moral von 50, machen wir mal 60, dann kriegen wir eine Moral von 80. 60 ist eine Moral einer durchschnittlichen Einheit im Multiplayer in Rome 2 und in ja, Warhammer und Three Kingdoms kann man das auch durchaus gelten lassen. 60 ist da ein normaler Moralwert. 80 ist schon einer von guten Einheiten, ja. Also das ist ein ganz schöner Buff, den wir jetzt hier genießen. Normalerweise haben Fähigkeiten wie Sammeln oder Anwesenheit von motivierenden Einheiten meist ja, nur so einen Bonus von 5 Moral, kann man sagen. So, zum Schluss gibt es nochmal die Anbetungsfähigkeit von Hera, die wir jetzt hier mit drin haben. Wenn wir Hera anbeten, dann müssen wir 20 Gold zahlen, 400 Nahrung, haben den Effekt für 4 Runden. Und der Effekt ist, dass wir plus 3% Verschleiß für feindliche Armeen durch Heras Schutz haben, alle Regionen. Also ich stelle es mir so vor, dass jetzt feindliche Armeen durch unser Land marschieren und die dann halt 3% Verschleiß erleiden. So kann ich es mir erklären. Was nicht bekannt ist, weil ich jetzt mich nur auf die Bilder stützen kann, die ich jetzt hier euch zur Verfügung stelle, inwiefern das Level der Götter noch einen Einfluss darauf hat, ob wir bessere Effekte beim Anbeten haben. Das sieht so aus, aktuell. Ich weiß es aber nicht. Ich vermute es nur. Gut. Kommen wir zum nächsten Gott, Zeus. Hier heißt sein Level 1 Might of the Thunderbolt oder Macht des Donnerblitzes, könnte man schon fast so sagen. Der gibt plus 20% Nahkampfangriff für alle Keuleneinheiten und plus 20% Geschossschaden von allen Speerwerfern. Auch wieder sehr gute Stats, kann man so lassen. Und gerade im militärischen Bereich sind die schon mal gar nicht so schlecht. Level 2 ist Father of Heroes, minus 50% Rekrutierungskosten von Helden und Agenten in allen Provinzen. Botschafter des Donners Attribut für alle neu rekrutierten Agenten und Abkömmling von Zeus Attribut für alle neu rekrutierten Helden. Also wundert euch nicht, dass die Kinder hier gerade mit herum schreien. Ich bin halt in einem Mietbereich, wo dann halt auch mal Kinder wohnen. Tut mir leid, ja, aber so ist es halt hier. Aber gut, kommen wir mal. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel für mich. Ich mache mal kurz hier die Terrasse. Da ist wohl ein Kind gestürzt und hat sich verletzt. So. Naja. Ich bin halt nicht im Aufnahmestudio, deswegen könnt ihr von mir nicht erwarten, dass dann halt hier eine Top-Qualität da ist. Aber gut. Also, minus 50% Rekrutierungskosten von Helden und Agenten ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Da kann man nicht meckern drüber. Was jetzt diese Botschafter des Donners und Abkömmling von Zeus-Attribute auf sich haben, ist mir leider nicht bekannt. Dazu kann ich euch wirklich gar nichts am Effekt oder ein. Ich hätte das Bild hier mal umswitchen sollen, dann seht ihr hier auch mal von Zeus noch so die Fähigkeiten. Ansonsten haben wir als Level 3 Regal Presence. Also die Rekrutierung von einem Minotaurus wird dann freigeschaltet in allen Regionen. Wir kriegen plus 1 Zufriedenheit für jedes Schutzbündnis oder militärisches Bündnis bis zu 10 in allen unseren Provinzen dann später, das ein ziemlich starker Bonus ist. Und wir haben plus 1 Einfluss für jedes Schutzbündnis oder militärisches Bündnis bis zu 10 fraktionsweit. Also die Boni wirken auch hier wieder recht mächtig, wobei Zeus am Anfang halt mehr so der militärische Boni bringt. Zum Ende hin aber eher Kampagnenboni bringt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man Zeus auch einfach nur respektiert, also Level 1 hat, für die meiste Zeit über, weil er doch schon ziemlich gute Boni bringt im Early Game, finde ich ehrlich gesagt. Wenn man halt auf Keuleneinheiten setzt und auch auf Speerwerfer speziell. Gut, kommen wir zu seiner Fähigkeit mit dem Anbeten. Auch hier 20 Gold kostet es, 400 Nahrung kostet es und der Effekt wäre plus 5 diplomatische Zustimmung auf Abkommen außer Tausch. Zur Diplomatie kommt noch was separat in einem Video. Aber ich muss ganz kurz zu sagen, es gibt nicht die Möglichkeit, also Tausch ist jetzt die Möglichkeit von Ressourcentausch, ja. Bei Rome 2 und Three Kingdoms und den anderen Spielen haben wir immer diese Währungsgeschichte mit ich bezahle dich dafür und das ist jetzt einfach nur Tausch dann, so heißt das. Und hier gilt dieser Effekt halt nicht. Und wir haben eine ähnliche Mechanik von Diplomatie her auch wie in Three Kingdoms.
Gut, kommen wir zum nächsten Gott. Das wäre jetzt in dem Fall Ares. Also, Ares ist ein sehr militärischer Gott, bringt auch hier seine Muni schnell zur Tat um und fängt es gleich am Anfang an mit Level 1. Plus 1 Rekrutierungskapazität in allen Provinzen ist auf jeden Fall ein Effekt. Nicht schlecht, kann man nicht meckern. Und plus 40% Moral für Schwertkämpfer und Axtkämpfer, auch hier kann man nicht meckern. Das ist deftig. Also denkt einfach mal wieder an einen Trupp, der 60 Moral hat, Durchschnitt ungefähr, mit 40% obendrauf. Der hat jetzt so um die, was könnte man sagen, 85 bis 90 Moral ungefähr. Also ja, 90 nicht, nein, stimmt nicht, 85 eher. Also das ist schon nicht schlecht und das mit dem ersten Level durch Ares. Das heißt, gerade im Early Game, wenn ihr mit vielen Einheiten, die unterlegenere Truppen, mit unterlegenen Einheiten gegen überlegene Einheiten kämpft und ihr wollt, dass der Kampf zumindest lange durchhält, dann wäre eine Möglichkeit, das zu machen für euch. Sonst bringt da Moral eher weniger was. Aber na gut. Level 2 heißt Delight for Violence. Und hier haben wir folgende Effekte. Plus 50% Einkommen von Plündern, Ausrauben und Niederreißen mit allen Armeen. Plus 1 Zufriedenheit für jeden Krieg bis zu 10 durch alle Provinzen. Und plus 40% Nahkampfangriff für alle Schwertkämpfer und Axtkämpfer. So, und auch hier wieder. Einkommen durch Plündern und Ausrauben und Niederreißen sind Effekte, die kennen wir schon aus Rom 2. Die waren nicht ganz so mächtig, wurden auch meist nicht so beachtet, können trotzdem aber eine Menge Geld einspielen, wenn man aggressiv spielt. Meistens wurde das aber in Rom 2 nicht wirklich honoriert und wurde eher abgestraft. Die Frage ist jetzt, wie das hier Total War Troy handhaben wird. So, dann plus 1 Zufriedenheit für jeden Krieg ist auch eine Mechanik, die kennen wir ursprünglich schon aus Rom 2 mit den Barbaren, dass sie so eine Mechanik haben. Ich glaube, die Kelten haben die. Kriegsgesellschaft heißt es dort, ist auch gar nicht so schlecht. Allerdings müssen wir gucken, wie das sich das hier auch verhält später. Plus 40% Nahkampfangriff für alle Schwert- und Axtkämpfer ist aber wieder ein Duftebonus. Da kann man nicht meckern. Kommen wir zu Level 3, Panic and Terror. Plus 20 Ansturmbonus aller Einheiten. Alle Helden verängstigen feindliche Einheiten auf dem Schlachtfeld und die Rekrutierung von Spartui wird freigeschaltet. Auch hier verweise ich mal auf mein letztes Video, wo ich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehe, über die einzelnen Einheiten. Aber gut. Plus 20 Charge mehr ist wirklich, wirklich heftig. Also, ein guter Charge in Rom 2 waren 30 bis 40 Sturmangriffsbonus, ja? Die meisten haben so 10 bis 20 allerdings. Wenn ich da jetzt plus 20 erhöhe, bin ich auf einmal mit einem Trupp dabei, der echt guten Sturmangriffsbonus hat. Und das ist schon hart. Also, das ist ein sehr starker Effekt. Dann All Heroes Frighten Enemy Units in Battle, also wir machen Angst auf alle Einheiten des Gegners, ist auch ein ziemlich, ziemlich heftiger Bonus, der wirklich extrem gefährlich werden kann. Also wenn wir jetzt halt mit vielen Helden einer Schlacht kämpfen, können wir halt die ganze Armee relativ früh zum Fliehen bringen. Das geht schon fast in germanische Taktiken über. Aber gut, schauen wir uns nochmal an, was wir bekommen, wenn wir Ares anbeten. Und auch hier müssten wir Gold zahlen für 20 und 400 Nahrung. Und der Effekt geht für 4 Runden lang und es wäre minus 10 Moral für alle feindlichen Einheiten. Das ist echt nicht schlecht. Und nehmen wir jetzt mal an, der Effekt wäre bei Level 3 noch höher. Da wären es wahrscheinlich minus 30%. Dann wäre das schon ein ganz schöner Unterschied. Also stellen wir uns mal wieder die ominösen 60 vor, gehen runter auf 40 und 40 ist der Bereich von Moral in Rom 2. Da sind wir schon im unteren Segment. Also das sind schon die schlechteren Truppen, die fliehen relativ schnell. Und das haben wir jetzt hier ungefähr auch und das ist echt ganz schön heftig. Da kann man nicht meckern. Aber gut, kommen wir zum nächsten Gott. Kommen wir zu Apollo. Apollo hier weniger als Armee. Geld. Gott, würde ich sagen. Hat aber trotzdem einige ziemlich gute Fähigkeiten. Auch hier wieder. Level 1 heißt Piety. Ich weiß nicht genau, was das heißt in dem Fall. Der erste Effekt ist, wir haben plus 2 Erfahrungsränge von Priestern in allen unseren Provinzen. Priester sind noch nicht genau definiert hier im Spiel, wie die funktionieren, sind also eine Form von Heldeneinheit auf der Kampagnenkarte. Die können in eigenen oder Territorien oder Städte sitzen und die fördern, können aber auch den Gegner quasi bedrängen. Ich nehme an, das wird in Richtung Würdenträger gehen, wie man es aus Total War Rome 2 kennt oder Priester von Total War Attila. In die Richtung werden wir so schielen. Naja. Und die Baukosten von Tempelgebäuden werden nochmal um 10% reduziert mit Level 1 von Apollo. So, Level 2. Lord of the Silver Bow, plus 20% Reichweite von Bogenschützen, das ist auch wieder ein dufter Bonus. Das ist ein so großer Reichweitenvorteil, dass ihr schießen könnt, während der Gegner nicht schießen kann. Das ist schon hart. Und plus 15% Nachladegeschwindigkeit von Fernkampfeinheiten, das ist auch ein Bonus, der im direkten 1 gegen 1 von 2 Fernkampfeinheiten eigentlich für eine Einheit den Vorteil bedeutet. So,
Level 3 wäre dann The Light of Phyrbos, minus 50% für alle Aktionskosten von Agenten, alle Charaktere. Was dufte ist, wenn Agenten hier im Spiel eine große Rolle spielen. In Rome 2 hat es einen signifikanten Einfluss, wenn ich da jetzt mit einem Spion arbeite oder noch besser mit einem Streiter und meinetwegen die ganzen Gebäude da in Brand setzen möchte oder wenn ich jetzt mit einem Würdenträger halt gezielt Unmut sehen möchte. Das ist geil, wenn man da die Kosten halbieren kann an Aktionskosten. Die Rekrutierung von einem Seher wird freigeschaltet, das ist auch ein Agent. Dazu auch nochmal im letzten Video ein paar Infos, könnt ihr euch gerne anschauen. Und plus 20, 25% Administrationseffizienz für royale Dekrete und Erlasse. Hier ist jetzt nicht genau bekannt, wie das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man einen Erlass erlassen möchte, muss man da mit Ressourcen bezahlen, um diesen einmalig zu ändern. Und das wird wahrscheinlich jetzt hier reduziert. Könnte ich mir vorstellen. In die Richtung kann es gehen. Aber genau ist es mir jetzt hier nicht bekannt. Vielleicht werden auch die Erlasse um 25% gestärkt. Kann auch sein. Beziehungsweise ob es Erlasse sind oder Dekrete und wie die funktionieren, ist auch nicht 100% bekannt. Ja, also, dass ihr Bescheid wisst. Na gut, und jetzt kommen wir noch zur Anbetung von Apollo. Auch der bringt noch ein paar Effekte mit rein. Gilt für 4 Runden, kostet minus 20, also kostet 20 Gold, kostet 400 Nahrung. Und im Endeffekt plus 20% Erfolg für alle Agentenaktionen, was ein dufter Bonus ist. Und plus 20% Kampagnen-Sichtreichweite für alle Tempel von Apollo. Was ja schon wieder fast impliziert, dass man auch mit Tempeln Gunst gewinnen kann, wenn man halt die auch gezielt fördern sollte. Oder gezielt für einige Götter bauen kann, sagen wir es mal so. So, kommen wir zum nächsten Gott, das wäre in unserem Fall Athena. Und hier haben wir bei Level 1 Protector of the Cities. Hier haben wir auch gleich wieder einen duften Bonus. Plus 40% Moral für alle Speereinheiten, gleich bei Level 1. Ist schon knackig, also erinnert wieder fast an Ares. Und minus 20% Erschöpfung in der Schlacht, wenn man verteidigt, ist auch ein sehr starker Bonus. Also der haut halt rein, das ist auch wieder schlachtentscheidend. Oder Sieg, Einheitenkampf entscheidend. Naja. Wir haben jetzt hier Level 2 Mentor of Heroes, plus 40% Nahkampfangriff für alle Speereinheiten, was auch wieder ziemlich heftig ist. Vor allem, weil es viele Speereinheiten im Spiel hier gibt, deswegen kann sich Athena durchaus auch lohnen. Und plus 4 Rekrutierungsränge für Helden, das heißt also hier in dem Fall wahrscheinlich Erfahrungsränge, die hier gemeint werden. Und plus 40% Nahkampfverteidigung für Schildeinheiten, was auch nicht gerade wenig ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Wachen von Troja, die ja in dieser Schlacht von Hektor und Achilles gezeigt wurden, die ja ultra fett gepanzert sind, einen richtig dicken Schild haben, dann noch einen Speer haben, die würden hier durch Athena extrem stark profitieren und würden richtige Biester werden. Also die waren schon vorher Panzer, jetzt sind es Tigerpanzer, dann quasi durch diesen Effekt von Athena. So, in Level 3 haben wir die Rekrutierung von Gorgons ermöglicht. Dazu auch nochmal im vorherigen Video. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem Gott sagen, weil es immer eine Einheit gibt. Aber ich gibt ein Video, was ich zuletzt hochgeladen habe, heute um 12 Uhr. Da gehe ich explizit auf göttliche Einheiten ein, mythologische Einheiten sowie auch mythologische Agenten. Und da sind auch die mit dabei. Gut. So, dann alle Helden bekommen die Fähigkeit Unbreakable, also unbrechbar. Das heißt, diese Einheiten sind nicht, also die fliehen nicht, die kämpfen bis zum letzten Mann. Und das wäre nochmal eine Nummer schärfer, wenn man Athena mit dabei hat und dann diese Wachen von Troja dabei hat, da hätte ich erstmal Angst, dagegen anzutreten, weil das doch schon eine ordentliche Nummer für sich ist. Naja. So, und dann haben wir noch plus 30% Moral für alle Einheiten in der Aura eines Helden, was auch nicht schlecht ist. Also, da kriegen wir nochmal ordentlich Boni mit dran. Also wir haben jetzt schon mal, nehmen wir an, wir haben eine Speereinheit, die kriegt 40% plus, dann ist der Held noch in der Nähe, plus 30% obendrauf. Diese Einheit hat Schilde, diese Einheit ist eine Speereinheit. Sie ist somit unbrechbar. Die Helden sind unbrechbar, Entschuldigung. Da habe ich jetzt verkackt. Die Helden sind unbrechbar, nicht die Einheiten. Gut, die Helden sind unbrechbar. Das ist auch geil. Aber gut, wir haben jetzt hier 40% Nahkampfangriff, 40% Nahkampfverteidigung und 40% Moral. Psych. Also dieser Top wird trotzdem böse sein. Mit 70% Moral eigentlich sogar schon fast. Naja. So, Anbetung von Athena. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich meine. Das sind nur die Bilder, die mir zur Verfügung gestellt sind, dass Athen und Poseidon stark gebufft sein könnten bei den Anbetungseffekten, sowie auch bei den Kosten, die ich dafür tragen muss, sind wesentlich höher. Ich weiß nicht, ob das generell so ist oder ob es jetzt wirklich diese beiden Götter sind, die teurer sind, dafür die Effekte besser. I don't know. Aber hier sehen wir halt, minus 50 Gold müssen wir zahlen, also müssen 50 Gold zahlen, 1000 Nahrung müssen wir zahlen. Wir kriegen plus 4 Erfahrungsränge für alle Einheiten in allen Provinzen, was extrem krass ist. Und plus 3 Rekrutierungskapazität, was auch extrem krass ist. Also, das haut schon rein. Das sind extrem heftige Boni.
Deswegen, mal schauen, ob das so ist. Kommen wir zu Poseidon. Level 1 heißt hier Call of the Sea. Wir kriegen da plus 10% Bewegungsreichweite für gewässerte Einheiten. Also anders als in anderen Total War-Teilen haben wir keine Seeschlachten. Vergleich mit Thrones of Britannia. Besser noch Warhammer. Wenn wir eine Schlacht auf See haben, dann werden wir auf die nächste Insel geworbt und kämpfen dann da am Land, am Strand quasi. Total bekloppt. Aber na gut. Na, so ist es halt. Aber 10% Bewegungsreichweite auf See bekommen wir jetzt hier nochmal oben drauf. Und minus 2 feindliche Belagerungsdauer. Das heißt also, wenn wir jetzt den Feind belagern würden, dann würden wir minus 2, also 2 Runden weniger brauchen, bis die Stadt unsere ist oder aufgeben muss. Minimum ist aber, dass es eine Runde sein muss quasi, ja, dass du Bescheid bist. So, Level 2 heißt The Riches of the Sea. Das wäre dann plus 40% Wohlstand beim Plündern nach einer Schlacht, was wahrscheinlich ganz gut ist sogar und ordentlich Kohle mit reinbringen kann oder hier in unserem Fall Ressourcen. Plus 60 Nahrung pro Runde für jede besetzte Küstenregion. Wenn man halt Nahrung nicht gerade unbedingt forciert und nicht viele Regionen hat, denke ich mir, könnte Poseidon ziemlich krass werden, weil Griechenland ist ja für eine Sache bekannt, es hat eine größere Küstenlinie als die USA. Und da gibt es wahrscheinlich viele Küstenregionen und dann mit Poseidon als halt hochgelobten Gott, da kann man schon ordentlich was rausholen. Man muss aber aufpassen, wenn der geht, dann hat man ein richtiges Problem. Gut. So, Level 2 haben wir jetzt auch durch. Level, also nur mal so, 60 Nahrung ist anscheinend, wirkt auf den ersten Blick nicht viel, wenn man hier oben jetzt diese Zahl sieht von 985 pro Runde, die Nahrung dazu bekommt, der Charakter. Wenn man das aber addiert, wird es wahrscheinlich ein signifikanter Bonus sein, der mehrere Gebäude wahrscheinlich mitschlucken könnte, so von der Menge her. Wahrscheinlich kommen diese 985 auch nur dadurch, dass der Poseidon halt so hoch lobt hier, der Spieler. Aber na gut, kommen wir zu Level 3, Blood of Poseidon. Da wird die Rekrutierung von Zyklopen freigeschaltet, auch dazu im letzten Video nochmal was. Wir haben minus 20% Erschöpfung für mythische und berittene Einheiten sowie Streitwagen. Das ist auch nicht gerade schlecht, sollte man sagen. Und auch gerade wenn die Einheiten eher so zum Plänkeln da sind, sehr geil. Und plus 20% Moral für mythische und berittene Einheiten sowie Streitwagen. Also auch nicht gerade schlecht. Aber ich finde die ersten, also den zweiten Bonus hier von Poseidon schon am besten, muss ich ehrlich gestehen. Gut. Auch hier gilt wie bei Athena. Ich weiß nicht, ob jetzt das Anbeten wirklich so teuer ist und so stark ist. Ich nehme an, nein. Aber kommen wir zu den Kosten. 50 Gold, 1000 Nahrung. Und zu den Effekten 30% Bewegungsgeschwindigkeit für Nahkampfeinheiten, Kavallerie und Streitwagen, was ziemlich krass ist. Und immun gegenüber Seeverschleiß, was auch ziemlich heftig ist. Und an der Stelle möchte ich nochmal erwähnen und erinnern, abonniert doch gerne mal, wenn ihr auch keine weiteren Videos dieser Art verpassen wollt, wo ich ein bisschen euch erkläre, wie Total War Troy wahrscheinlich auch aussehen wird. So, kommen wir zum letzten Gott, und zwar Aphrodite. Also, Level 1 heißt hier Love of All People. Hier bekommen wir plus 10 diplomatische Beziehungen mit allen Nationen. Nationsweit, wir bekommen plus 2% für alle Effekte beim Organisieren von Spielen in allen Provinzen. Und hier beziehe ich mich auch wieder sehr stark auf das Video von Cory Bonds. Daraus ist das hier auch alles gemacht. Und er hat es so beschrieben, als dass es ein sehr starker Effekt ist, der ihm sehr viel geholfen hat. Und mal schauen. Ich weiß dazu noch gar nichts. Aber wir können anscheinend wieder Spiele organisieren. Wahrscheinlich geht es auch Richtung Olympische Spiele hier in dem Fall. So, Level 2 heißt Golden Apple. Wir kriegen plus 50 Wachstum nationsweit. Plus 1 Zufriedenheit für jeden Nicht-Angriffspakt bis zu 10 nationsweit und 10% Gefangene je Schlacht mehr. Also plus 10% mehr Gefangene je Schlacht, was ein guter Bonus ist, der wahrscheinlich viel Geld reinspielen kann. So, Level 3 heißt Invisible Guardian. Minus 30% Erfolg von gegnerischen Agentenaktionen gegen eure Agenten, was ein cooler Bonus ist, aber kein Bonus ist, auf den ich viel Wert legen würde. Die Rekrutierung von Satyr wird ermöglicht. Ich weiß nicht, was ein Satyr ist. Wurde auch nicht weiter genau darauf eingegangen. Vier Infos gibt es dazu nicht, aber ich bin mal gespannt. Cody Bonds, so heißt er. Ich bin gespannt, wie das da jetzt weiterläuft, dann, ob es mal auch mal neue Infos gibt. Aber auch dazu habe ich schon ein bisschen was erzählt in meinem letzten Video. So, und plus 25% Schadenresistenz von allen Helden, was auch ein geiler Bonus ist, wenn ich ehrlich bin. Also heißt ein Viertel mehr Lebenspunkte im Endeffekt fast. Könnte man fast behaupten. Also nicht 100% 1 zu 1 ummünzen, aber ich meine nur. So, und wenn wir jetzt Aphrodite anbeten würden, wäre die Effekte auch wieder 4 Runden. Wir würden 20 Gold zahlen, 400 Nahrung und wir hätten ein Wachstum von 25 nationsweit und plus 3 Zufriedenheit in allen unseren Provinzen. So, das war es jetzt mit meinem Video zu dem Thema Divine Will und wie das Göttersystem funktioniert in Total War Troy. Eure Meinung ist natürlich wie immer gefragt. Schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein.
Ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mich abonniert, weil ihr nichts verpassen wollt. Das wäre jetzt meine Motivation für euch. Und ihr die nächsten Total War Tri-Videos auch noch sehen wollt. Ich habe jetzt heute mal zwei rausgebracht. Ich nehme an, das nächste wird am Freitag kommen. Oder? Am Donnerstag? Oder morgen? Könnte sogar morgen kommen. Ja, es kommt wahrscheinlich morgen sogar. Mal schauen. Also, die Woche kommt auf jeden Fall nochmal eins. Da bei Troy sowieso gerade so viel Content rauskommt, erwartet auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch viele, viele Videos. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.